typisches Nachtszenario, das Licht ist aus, der Rollladen fährt runter und bei den Temperaturen in Köln derzeit ist die Lüftung voll eingeschaltet. Das heißt, der Raum, der dahinter liegt, wird bei geschlossenem Fenster belüftet. Jetzt löst im Kinderzimmer der Feueralarm aus. Achtung, das ist ein Feueralarm. Was ist passiert? Der Rauchmelder hat an die Zentrale gemeldet, hier ist ein Feueralarm und das Haus wusste, was zu tun ist. Bedeutet, Rollläden hoch, um Fluchtwege frei zu machen, das Licht an, um die Fluchtwege zu beleuchten. Und Sonos gibt Rückmeldung. Jetzt in dem Fall eine ziemlich brachiale Methode, dass ein Rauchalarm ist. Man kann aber auch mit liebevoller Mutter- oder Vaterstimme aussprechen, liebe Kinder, bitte steht auf, verlasst das Haus, wir treffen uns vorne in der Einfahrt. Die Alarmanlage ist aktiviert, die Anwesenheitssimulation in der Immobilie läuft, die Rollladen sind jetzt runtergefahren, das Fenster lüftet, der Einbrecher kommt, macht sich an dem Fenster zu schaffen. Die Alarmanlage löst aus. Ich selber bin natürlich nicht in der Immobilie, kann aber über mein Smartphone überall auf der Welt sehen, was ist dort los. Kann also Nachbarn oder die Polizei informieren, dass sie doch bitte zu der Immobilie fahren und dort nach dem Rechten schauen.